Es ist 19 Uhr, wir sitzen im Trihotel in Rostock. Hier ist das politische Bildungsforum Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz wichtig heute ist unser Ingenieur Nils Albrecht. Er ist wieder da. Das heißt, Sie können auch Fragen stellen. Die Fragen werden dann live hier zu uns gesendet und wir können darüber diskutieren. Haben Sie den Mut und reden Sie mit uns. Ja, wir wollen heute sprechen über Kennedy, der vor 60 Jahren zum Präsidenten gewählt worden ist. Ich habe hier zwei Wissenschaftler sitzen, mit denen Biden das Erfolgsmodell dieser Gesprächsrunde angefangen hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Rösel. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gottschlick. Ich brauche Sie beide nicht vorstellen. Sie sind emeritierter Professor für Politikwissenschaft. Sie arbeiten noch aktiv, sind ausgewiesene Fachleute. Vielleicht kriegen wir es ja heute hin, dass Sie sich auch so ein bisschen streiten. Das wäre ja mal ganz wunderbar, wenn die wissenschaftlichen Meinungen aufeinander prallen. Herr Rösel, wenn wir über Kennedy heute nachdenken, wenn wir über ihn reden, was fasziniert uns an diesem Mann? Uns fasziniert an dem Menschen Kennedy und Präsidenten, dass er in der damaligen Situation für neue Akzente sorgte, neue Akzente in dem Sinne, als nach der sehr militaristischen, auf Konfrontation ausgelegten Eisenhower-Administration jenseits jetzt der politischen Substanz einfach ein ganz neuer Ton mit Kennedy aufkam. Plötzlich gab es wieder so etwas wie visionäre Politik, also eine Politik, die unter einem Gesamtkonzept, Gesamtschlagwort der neuen Grenze, New Frontier, sozusagen zu neuen Ufern aufbrechen wollte. Es gab neue Akzente in Richtung Raumfahrt, einen Menschen auf den Mond bringen. Es gab bisher als Begriff gar nicht vorhanden die Entdeckung einer dritten Welt, der dekolonialisierenden Länder, wo man jetzt nicht sozusagen immer mit Atombomben hineingehen sollte, sondern mit einem völlig neuen Instrument damals, nämlich Entwicklungspolitik, Entwicklungskredite. Hinzu kam, dass so etwas, was bislang über die ganze Kriegszeit und Zwischenkriegszeit verloren gegangen war, wieder in den politischen Diskurs reinkam, nämlich Kultur, weil der Kennedy auch nach FDR Roosevelt der erste Mensch war, der seine eigene Ehefrau politisch ganz gut vermarkten konnte, die dann auch immer für Kultur, Ausstellungen, Autoren im Weißen Haus und so weiter sorgte. Das klingt so ein bisschen, kann man das umschreiben, als wenn das so eine Art neuer Humanismus wäre, der dort mit ihm Einzug gehalten hat in die Politik? Ja, also Humanismus ist es so ein Begriff, der amerikanischen Politik relativ fremd ist, aber es war vollständig klar, dass wieder etwas, was der Amerikaner auch gerne hat, jenseits des Realismus, wieder in die Politik hineinkam, nämlich, wenn was Idealismus oder eine Vision, ja. Und wie alle Visionen sind die immer etwas grenzenlos, undefinierbar, das müssen sie sein, damit man möglichst viel reinpacken kann. Und die Frage, wie viel dann am Ende substanziell rauskommt, stellt sich dann am Anfang auch nicht. Wenn man gute Reden halten kann, wenn man Leute begeistern kann, das konnte Kennedy, weil das, was alle immer dachten, ein Manko sei, seine Jugend, Unerfahrenheit, sich dann durch eine magische Alchemie als Vorteil erwiesen hat. Jüngster Präsident der Vereinigten Staaten, als Gewählter. Alles, das kam zusammen. Und dann muss man noch sich noch mal in die Zeit zurückversetzen. Das ging einher mit Beatlemania, Britpop, Popmusik, eine allgemeine Lockerung. Es war vor allem die Zeit, wo die sogenannten Babyboomers, wozu Leute wie ich sozusagen gehören, also die nach dem Krieg direkt Geborenen,
jetzt plötzlich 20 Jahre alt waren, Taschengeld hatten und auch etwas satt hatten von diesen alten weisen Herren, immer was vom künftigen nuklearen Tod und der Konfrontation mit der Sowjetunion etwas zu hören, sondern auch mal ein bisschen das Leben zu genießen. Das passte alles so gut zusammen. Ja gut, aber die Blockpolitik auflösen oder die Blöcke zersprengen, das hat er natürlich auch nicht hingebracht, aber fertig gebracht. Aber darauf, das ist ein Schwerpunkt, darauf wollen wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Herr Gottschalk, wenn wir uns einmal die Wahlen damals anschauen, ist das so klar gewesen, dass er in dieses Amt hineingewählt wird? Waren die Wahlumfragen anfangs so positiv für ihn oder musste er um diese Präsidentschaft ganz extrem kämpfen? Ja, also Kennedy musste sehr stark kämpfen, um in das Amt zu kommen. Er musste zahlreiche Hindernisse überwinden. Das Größte war sicherlich seine Herkunft. Jetzt nicht unbedingt in einem sozioökonomischen Sinne, da hat es geholfen. Er kommt, das wissen die meisten sicherlich, aus einer sehr reichen Familie. Sein Vater, Joe Kennedy, vielfacher Millionär, hat seine Kampagnen immer sehr großzügig unterstützt. Und Geld spielt natürlich eine Rolle bei so etwas. Das war also nicht das Problem. Kennedy, der erste Katholik als Präsident der Vereinigten Staaten, hatte enorme Vorbehalte zu überwinden gegen seine Herkunft, gegen seine Religiosität. Zur damaligen Zeit sehr viel stärker, als das heute noch der Fall ist, gab es extreme Befürchtungen, dass Kennedy Anweisungen aus dem Vatikan entgegennehmen würde, dass er gegen die Interessen der Vereinigten Staaten handeln könnte. Das hat er sehr geschickt frühzeitig aufgegriffen in seinem Wahlkampf, hat sich offensiv dagegen gestellt, hat immer wieder betont, dass er nicht der katholische Kandidat ist, sondern der demokratische Kandidat, der zufällig auch Katholik ist, und hat es damit tatsächlich geschafft, nicht gänzlich, aber zu einem großen Teil diese Vorbehalte zu zerstreuen. Da ging es um Millionen von Wählerstimmen, die zum Teil geschlossen damit drohten, niemals einen Katholiken zu wählen, obgleich das feste Wählerbasen der Demokratischen Partei gewesen sind. Da hatte Kennedy sehr stark zu kämpfen. Also wir machen dann gleich weiter bei dem Thema. Es gab also tatsächlich aus der eigenen Partei heraus Widerstände, die mit Religion zu tun haben. Wie stark religiös war denn der Mensch Kennedy? Also wie gläubig war er? Kennedy selbst ist nach allem, was wir wissen, jetzt kein besonders strenger Katholik gewesen. Aber er hat sich politisch immer sehr stark für Säkularismus stark gemacht, hat betont, dass die Trennung von Kirche und Staat etwas ist, dem er sich verschrieben hat. Und das hat er dann auch in seiner Politik umgesetzt. Sie haben die Widerstände angesprochen, auch die innerparteilichen Widerstände gegen einen katholischen Kandidaten Kennedy. Da muss man sagen, ist Kennedy strategisch sehr geschickt vorgegangen, indem er sich den perfekten Vizepräsidentschaftskandidaten erwählt hat, Lyndon B. Johnson, der ja später unter tragischen Umständen dann das Amt erben wird von John F. Kennedy. Und Lyndon B. Johnson ist in vielerlei Hinsicht das absolute Gegenteil eines Kennedy gewesen. Das war kein Intellektueller, das war niemand aus der schöngeistigen Neuengland-Elite, sondern das war ein Texaner, der eine derbe Sprache sprach, der eine politische Maschinerie zum Laufen gebracht hat, die mit zum Teil auch fragwürdigen Mitteln den damals noch von der Demokratischen Partei kontrollierten Süden der Vereinigten Staaten im Griff hatte und der sehr gut die vermeintlichen Schwächen Kennedys ausbalancierte. Das war eben jemand, der schon sehr lange Erfahrung hatte, der Mehrheitsführer im Senat gewesen war und der Wählergruppen an das Ticket binden konnte, bei denen Kennedy sich schwer getan hat. Dort also strategisch sehr geschickt und sehr geschickt auch in einem weiteren Feld, was damals in den Wahlen... Wir machen ja gleich weiter, aber wenn wir dieses Verhältnis dieser beiden Leute uns einmal anschauen, also der Präsident und der Vizepräsident, ist es ein Freundschaftsverhältnis gewesen oder war es nur eine politische Zusammenarbeit, eine politische Freundschaft? Nein, also die beiden waren keine Freunde. Johnson hat den Kennedy-Clan gehasst. Es gab enorme Auseinandersetzungen, vor allem auch mit John F. Kennedys Bruder Robert Kennedy im Vorfeld. Es hat enorm viel Überzeugungsarbeit gebraucht auf allen Seiten, um die beiden, John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson, davon zu überzeugen, gemeinsam anzutreten. Es gab enorme Widerstände gegen Johnsons Vizepräsidentschaftskandidatur in der
demokratischen Partei. Die Gewerkschaften, die Kennedy unterstützt haben, sind Sturm gelaufen gegen einen aus ihrer Sicht hinterwäldlerischen, halbwegs rassistischen Südstaatenkandidaten als Vizepräsidenten. Also das war alles andere als einfach. Und auch das persönliche, das private Verhältnis von Lyndon B. Johnson und John F. Kennedy ging nicht über ein normales Arbeitsverhältnis hinaus. Im Laufe der Zeit ist der wechselseitige Respekt sicherlich gestiegen, aber man kann nicht davon sprechen, dass die beiden ein so enges Verhältnis hatten, wie es beispielsweise Barack Obama und Joe Biden während der Präsidentschaft Obamas gehabt haben. Okay, und jetzt gehen wir mal auf die weitere Regierungsmannschaft an. Das ist ja nun, also er ist Teamplayer gewesen, Kennedy. Wo wird das jetzt noch deutlich in dieser Mannschaft? Bevor wir vielleicht dazu kommen, vielleicht noch mal kurz zu den Wahlen selber, denn ja, ein Punkt ist noch wichtig, den man erwähnen sollte. Dass Kennedy in das Amt gelangt, verdankt er nicht zuletzt auch der ersten Fernsehdebatte in der amerikanischen Geschichte. 1960 findet nämlich das erste TV-Duell statt zwischen John F. Kennedy und dem noch ungenannten Kandidaten der Republikanischen Partei, dem Vizepräsidenten Richard Nixon. Und dieses TV-Duell wird von ganz entscheidender Bedeutung für den Wahlausgang sein. Ich habe es ja erwähnt, Kennedy hat enorme Vorbehalte zu zerstreuen. Die TV-Debatte ist seine große Chance, jetzt einen Neuanfang zu wagen und auch diejenigen Wähler an sich zu binden, die einem Katholiken, die einem sehr jungen, unerfahrenen Politiker vielleicht nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen. Und Kennedy macht das brillant. Er schafft es in dieser TV-Debatte, einen erfahrenen, auch sehr cleveren, eigentlich strategisch auch gut geschulten, rhetorisch gut geschulten Richard Nixon völlig an die Wand zu fahren und das Publikum, eine Rekordzuschauerzahl, 70 Millionen Amerikaner sitzen vor den Fernsehgeräten, für sich einzunehmen. Im Nachgang wird das als ein ganz wichtiger Wendepunkt des Wahlkampfs gesehen. Aber auch jetzt ist ein Kennedy natürlich noch nicht am Ziel. Richard Nixon ist ein Vollblutpolitiker, wird es ja später auch noch ins Weiße Haus schaffen. Und das Rennen ist extrem eng. Der Wahlausgang. Gab es damals schon nach den Fernsehdebatten sofort solche Analysen, wer es wahrscheinlich gewonnen hat? Ja, absolut gab es. Und das ist sehr interessant in diesem Fall. Es gab nämlich Umfragen unter den Fernsehzuschauern und es gab Umfragen unter den Radiozuhörern. Denn die Debatte wurde im Fernsehen übertragen und im Radio übertragen. Bei den Fernsehzuschauern hat Kennedy haushoch gewonnen. Er war eine strahlende Erscheinung, wirkte vital, wirkte fit. Wir wissen heute, dass es alles andere als der Wahrheit entsprach, dass er in Wahrheit ein sehr kranker Mann gewesen ist, aber gegenüber einem schwitzigen, unrasierten Nixon wirkte er wie das strahlende Leben und er ist natürlich ein Charismatiker gewesen, der es verstanden hat, die Zuschauer für sich einzunehmen. Also bei den Zuschauern Kennedy haushoch vorn, bei den Radiozuhörern, die sozusagen nicht das Bild hatten, sondern nur auf die Argumente hin, bei den Radiozuhörern hatte Nixon die Nase vorn. Weil er ein gewiefter Politiker war, weil er durchaus auch etwas hatte, was er vorzuweisen hatte aus 8 Jahren Vizepräsidentschaft, weil er Erfahrungen hatte und weil er auch ein klares Programm gehabt hat. Aber Fernsehen als neues Medium hat Kennedy hier extrem geholfen. Gut, die Regierungsmannschaft stellen wir dann zurück, weil wir ein bisschen auf die Politik nun zu sprechen kommen. Also Kennedy wird gewählt, er kommt ins Amt. Es ist ja keine einfache Zeit, gerade in der Außenpolitik. Welche Schwerpunkte prasseln auf ihn ein? Wo bekommt er gleich Probleme? Also man muss noch mal auf sein Programm eingehen, weil das ist ja sozusagen das Waffeleisen, in das er dann die laufenden Probleme, Herausforderungen hineinpresst. Bei seiner Akzeptanzrede, also auf dem demokratischen Kongress, wo er zum Kandidaten nominiert wurde, hatte er zum ersten Mal einen für Amerikaner wichtigen Begriff geprägt, die neue Grenze. Dahinter steht, dass tief im amerikanischen Nationalismus eigentlich seit 200 Jahren eingeschrieben ist und war, die Vorstellung einer beweglichen Grenze, die immer von der Ostküste zur Westküste abläuft und in deren Ablauf immer weiter nach Westen, go West, young man, man sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen müsse. Und sein großer Tenor ist jetzt, wir sind hier sozusagen in einer normalen
Kalten Kriegskonfrontation stecken geblieben, aber wir müssen neue Grenzen suchen, neue Grenzen im Weltall Richtung Mond fliegen, neue Grenzen Richtung Dritte Welt, weil die Dritte Welt entsteht vor unseren Augen, weil die großen Kolonialreiche vor unseren Augen dekolonialisiert werden. Im Jahre 1960 wird de facto an einem Tag um eine Mitternacht praktisch ganz Schwarzafrika dekolonialisiert und es entstehen 30 neue Staaten. Wir wissen nicht, wo diese Staaten hingehen, Richtung Kommunismus oder Demokratie, Liberalismus. Das war sozusagen das große Programm. Und das fängt er jetzt auf und die erste große Krise ist dann eigentlich wenige Monate nach seiner Inaugural Address, also seiner Rede bei der Amtsübernahme in Washington, bei seinem Treffen im Juni mit Khrushchev, wo Khrushchev ihn wohl sehr stark überrollt, indem er das Gefühl hat, ich habe es ja mit einem Newcomer zu tun, der hat keine praktische außenpolitische Erfahrung, der war ein besserer Seminarist, der hat zwar im Senat 8 Jahre gesessen, aber nur ein dickes Buch geschrieben, hat keine Ahnung, wie es auf der internationalen Ebene zugeht. Und im Nachgang kann Kennedy jetzt erkennen, dass Khrushchev versucht, ihn in eine Ecke zu drücken, nämlich er droht ihm einen Friedensvertrag mit der DDR an und dann hat die DDR völlige Freiheit, die Alliiertenrechte zu streichen und dann ist einfach völkerrechtlich die Position der Alliierten in West-Berlin und ihr Zugang auf den Autobahnen durch den Luftraum nichtig. Und dann ist der schwarze Peter auf der Seite der USA und bei Kennedy, ob er jetzt bereit ist, welchen Krieg, und es muss ein Nuklearkrieg in Mitteleuropa sein, weil konventionell kann man nicht gegen eine Rote Armee mitten in Mitteleuropa antreten, wie werden sich jetzt die USA entscheiden. Und es ist in diesem Moment, dass er de facto ohne Willen und ohne Bewusstsein Grundlagen für eine spätere Koexistenzpolitik legt. Kann man, also die Frage Nuklearkrieg in Europa oder nicht, das kann man, die Entscheidung liegt ja auf der Hand, wenn man nun nicht, Entschuldigung, geisteskrank ist. Also naja, geisteskrank, das ist ein sehr gutes Stichwort. Die offizielle Doktrin hieß ja geisteskrank, mad, ja. Das war die offizielle Militärdoktrin, bereits aus der Eisenhower-Zeit übernommen. Die wurde aber auch in der wissenschaftlich-technokratischen Kennedy-Kabinettsrunde weitergetragen. MAD war die offizielle Militärdoktrin, die hieß Mutually Assured Destruction. Das heißt, ein Gleichgewicht des Schreckens ist mit der nuklear aufgerüsteten Sowjetunion nur zu erzielen, wenn derjenige, der mit Interkontinentalraketen beginnt, weiß, dass er seinerseits vollständig zerstört wird. Ja, ja. Und das, insofern war das keine Geisteskrankheit, das war offizielle Doktrin. Aber im letzten Moment bleibt dann eben das, was als spieltheoretisches Überbleibsel Chicken immer gespielt wurde, das Weiße im Auge des Gegners, wer weicht zuerst aus? Und in dieser Situation stehen nun Kennedy und Khrushchev nach ihrem Juni 61 Wien-Treffen. Und in der Situation signalisiert die Kennedy-Administration jetzt an Khrushchev, ich vereinfache es jetzt, wenn du eine Mauer in Berlin baust, dann kannst du das machen, das interessiert uns nicht. Weil wenn du eine Mauer quer durch Berlin baust, wissen wir, dass du unsere Rechte in West-Berlin und unseren Zugang zu den Autobahnen und zum Luftraum nach West-Berlin respektieren wirst. Dann haben wir eine Basis für Koexistenz, auf der wir weitermachen können, auf Kosten der Adenauer-Vision, auf Wiedervereinigung und der Fata Morganas und Träumereien von 60 Millionen Westdeutschen, die vielleicht noch an Wiedervereinigung glauben. Wie sind die Reaktionen der Adenauer-Regierung auf Wien? Adenauer war voll, als die Mauer gebaut wird und die Reaktion der Vereinigten Staaten, der Kennedy-Administration, außer ein paar formalen Protesten, vollständig lau
ausfällt, nicht passiert, ja, die Amerikaner nicht bereit sind, jetzt ihre atomaren B-52-Bomber auf äußerste Alarmbereitschaft zu setzen oder da kriegerische Avancen zu machen, tobt ein Adenauer und sagt, wenn irgendwo in Afrika, im Kongo, die Neger so behandelt würden, dann würden in der UN Tausende von Resolutionen gemacht werden und hier mitten in Europa bei uns Deutschen passiert überhaupt nichts. Das war die Reaktion des Herrn Adenauer. Aber man hatte dann in diesem Moment wieder stabile Verhältnisse letztlich. Natürlich auf Kosten der Wiedervereinigung, aber sie waren erstmal da. Damit wird im Grunde die Basis einer berechenbaren Koexistenz gelegt. Die war natürlich schon sichtbar geworden beim Ungarnaufstand, wo der Westen ja auch nicht einmarschiert ist. Aber jetzt war sie sozusagen mit diesem Mauerbau förmlich verbrieft. Es gibt dann auch entsprechende Äußerungen von Kennedy, die gesagt haben, ich wiederhole mich, lasst ihn doch eine Mauer durch Berlin bauen. Das ist immer noch besser, als wenn er uns die Zugangsrechte zu West-Berlin nimmt. Das ist seine Art, sich aus einer Falle zu befreien. Es heißt aber auch zeitgleich, dass Amerika eben zu West-Berlin gestanden hat. Natürlich. In dem Moment. Ja, das ist ja auch eine ganz deutliche natürlich. Aussage. Genau. Ne? Lassen wir uns doch mal wieder, wir springen so ein bisschen her, würde ich vorschlagen, nochmal wieder auf die Innenpolitik dann kommen. Das hat er ja, Sie haben gesagt, also Khrushchev vermutet, es sei ein blutiger Laie. Ich überspitze ein wenig. Er hat ja ganz offensichtlich eine recht gute Mannschaft gehabt. Können Sie ein bisschen was zu der Regierungsmannschaft sagen? Ja, also was Kennedy auszeichnet und was ein bisschen auch das Geniale an ihm ist, ist, dass er sich mit klugen Leuten umgibt, dass er sich mit Akademikern umgibt, dass er einen neuen intellektuellen Duktus ins Weiße Haus hineinführt, dass er beispielsweise Professoren von den angesehensten Hochschulen in sein Kabinett und Beraterstab holt, Ward Wastow, MIT-Professor wird sein Wirtschaftsberater, seine wichtigsten persönlichen Assistenten Ted Sorensen, Kenneth O'Donnell, das sind intellektuell brillante Analytiker und Redenschreiber. Er holt einen Robert McNamara in die Mannschaft. Er schafft es im Übrigen auch heute undenkbar, einen parteiübergreifenden Konsens zu schaffen, indem er einige Republikaner in sein Kabinett holt. Kennedy ist also klug genug, sich mit schlauen Leuten zu umgeben und auf ihren Rat zu hören. Aber das klingt mir jetzt so, wenn ich jetzt sage, also er holt sich ein paar Republikaner in sein Kabinett hinein. Das klingt aber auch so ein bisschen, als wenn er dann in seiner Partei selbst immer noch etwas umstritten ist. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass die Situation zur damaligen Zeit für Kennedy nicht einfach war. Wir haben es jetzt nicht explizit angesprochen, aber der Wahlsieg, den er dann schlussendlich erringt über Richard Nixon, ist der knappste bis zu diesem Zeitpunkt im 20. Jahrhundert. Also er gewinnt mit einem Vorsprung von 118.000 Stimmen. Bei den Wahlmännern ist es ein bisschen deutlicher, aber im Endeffekt nur deshalb, weil er zwei entscheidende Staaten für sich gewinnen kann, nämlich Texas und Illinois mit sehr, sehr dürftigen, knappen Vorsprüngen. Texas natürlich vor allem auf dem Rücken von Lyndon B. Johnson. Das ist sozusagen das, was ein Lyndon B. Johnson in diese politische Beziehung mit einbringt, dass er seinen Heimatbundesstaat liefert bei der Wahl. Und den liefert Johnson zwar sehr knapp, aber er liefert ihn. In Illinois ist das Rennen noch viel enger. Schlussendlich machen dort 9.000 Stimmen den Unterschied aus. Es gibt große Kontroversen. In Illinois gewinnt Richard Nixon 92 der 102 Distrikte des Bundesstaates. Allerdings hat Kennedy einen riesigen Vorsprung in Chicago von über 400.000 Stimmen, die schlussendlich den ganzen Bundesstaat für ihn zuschlagen. In Chicago gibt es einen sehr umtriebigen demokratischen Bürgermeister, Daley, der eine regelrechte politische Maschinerie mit einigen auch zwielichtigen Kontakten zu Gewerkschaften betreibt, der es also schafft, Illinois den Bundesstaat für Kennedy zu liefern. Es ist dieses komplizierte amerikanische Wahlrecht. Ne? Das lassen wir jetzt mal außen vor. Also wer einen Staat gewinnt, kriegt alle Stimmen. Für uns jetzt wichtig ist, dass also der Sieg Kennedys ist alles andere als überzeugend. Der ist auf Messerschneide. Es gibt große Kontroversen. Und da muss man auch mal eine Lanze für Richard Nixon brechen, auch wieder ein bisschen mit Blick auf die aktuelle Situation. Es ist ein großes Verdienst von Richard Nixon, dass er den Sieg Kennedys anerkennt, dass er übrigens entgegen
den Forderungen seines eigenen Wahlkampfteams nicht darauf besteht, Nachzählungen durchzuführen, nicht darauf besteht, gerichtlich das Ganze anzufechten, dass er im Sinne der Einheit des Landes den Sieg an Kennedy konzedieren wird. Aber für Kennedy ist der Staat nicht gut. Es ist klar, dass er nicht die vollständige Unterstützung des Landes hat. Es ist auch klar, dass es nach wie vor massive Vorbehalte gegenüber seiner Person in seiner eigenen Partei gibt. Und das zeigt sich ganz deutlich bei Kennedys Versuchen, sein großes Reformprogramm New Frontier, neue Grenzen auch innenpolitisch durchzusetzen. Eigentlich hat Kennedy beste Voraussetzungen. Beide Kammern des Kongresses, Repräsentantenhaus und Senat, sind fest in demokratischer Hand. Also sowohl die Exekutive als auch die Legislative sind durch die Demokratische Partei dominiert. Normalerweise könnte er sich jetzt daran machen, sein politisches Programm eins für eins umzusetzen. Allerdings hat Kennedy das Problem, dass die Demokratische Partei nach wie vor in sich gespalten ist. Es gibt einen sehr wichtigen Teil der Demokraten zur damaligen Zeit, die Südstaaten, Demokraten, die also in all den Südstaaten, die heute von der Republikanischen Partei dominiert werden, das Sagen haben und die sehr, sehr konservativ sind, wo es zum Teil recht unappetitliche Rassisten gibt, die nach wie vor in der Demokratischen Partei das Sagen haben. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Können Sie das so an ein paar Programmen, ein paar Zielen, die Kennedy hatte, politische, innenpolitische Ziele, können Sie das so ein bisschen veranschaulichen, festmachen? Kennedy gibt sich ein bewusst linksliberales Profil. Er setzt sich ein für soziale Reformen, für die Verbesserung der Lebensumstände, beispielsweise Anhebung des Mindestlohns. Er setzt sich ein für eine Verbesserung der städtischen Infrastruktur, möchte dazu ein eigenes neues Wohnungsbauministerium gründen. Er setzt sich ein dafür, dass die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft, auch der Minderheiten, etwas später dann auch der Afroamerikaner verbessert werden. Aber mit all diesen sehr progressiven Zielen stößt er auf enormen Widerstand bei diesen Südstaaten-Demokraten, die jetzt in einer Allianz mit den Republikanern im Kongress, vor allem im Senat, all seine Gesetzesvorhaben zum Scheitern bringen. Kennedy bringt nicht eines seiner großen Gesetzesvorhaben zu Lebzeiten durch den Kongress. Es wird erst sein Nachfolger Lyndon B. Johnson sein, der dann Teile des Vermächtnisses aufgreift und es dann auch schafft, diese politisch durchzusetzen. Also innenpolitisch ist er gescheitert? Er hat zumindest nur ein Minimalquäntchen dessen durchgebracht, was ihm auf der innenpolitischen Agenda vorschwebte. Ich wollte das nur noch mal akzentuieren. Die Tragik eines Kennedys ist, dass er im Grunde auf dreifache Weise eingekeilt ist. Erstmal ist er eine amerikanische Bevölkerung, die, seitdem es überhaupt Einwanderung in die 13 Kolonien seit 200 Jahren und 250 Jahren gab, Baptisten, Katholiken zutiefst misstraut. Und alle Iren sind bekanntermaßen Katholiken. Und es gibt drei große Einwanderungsgruppen, die Engländer, die Deutschen und die Iren. Und danach kommt lange gar nichts. Und die Iren sind aber diejenigen, die immer ganz weit unten waren, immer in den Städten oder in den Bergwerken und die immer die niedrigen Arbeiten zu verrichten haben. The bottom of the heap, ganz weit unten. Und die einzige politische Präsenz, die Iren jemals geschafft hatten, war so auf Bürgermeisterebene. Und dann kam sozusagen der Glasdeckel, die Glasdecke. Und insofern ist es ein absoluter Schock gegen 200 Jahre Selbstverständnis der USA, der Gründerväter, wo kein einziger Katholik drunter war, gegen alles, wofür die normalen weißen Amerikaner stehen, wenn jetzt plötzlich ein Katholik, und zwar ein unerfahrener, ein 43-jähriger Katholik, auch wenn er sagt, er ist ein Kriegsheld und so weiter und so fort, was alles stimmte, dass der das jetzt schafft. Das Zweite, aber noch viel schlimmere, sozusagen institutionelle ist, dass er in der eigenen Partei eingeklemmt ist, sozusagen zwischen Skylla und Charybdis, weil die Demokratische Partei, zumindest damals noch, eine völlig schizophrene Partei war. Das hängt damit zusammen, dass der Bürgerkrieg 1860, geführt von einem Republikaner Lincoln, von den weißen Rassisten und dem Südstaaten-Establishment den Republikanern nie verziehen wurde. Und seitdem wählen sie demokratisch, obwohl sie mit der Demokratischen Partei inhaltlich nie was zu tun hatten. Das war eine
ein Rachefeldzug, um die Republikaner zu bestrafen. Also ein Drittel dieser demokratischen Wähler kommen seit ungefähr 1870, also zum damaligen Zeitpunkt seit 80 Jahren, aus dem Süden. Und zwei Drittel der demokratischen Wähler im industrialisierten Norden. Das ist eine Einwanderungspartei, die immer auch für Arbeiterrechte, Immigranten, relativ Multikulturalismus steht und für Keynesianismus, aktive Rolle des Staates bei Lohnverhandlungen und so weiter und so fort. Und Kennedy passt beiden nicht. Also für die weißen Rassisten ist die Tatsache, dass er da sich ein liberales Mäntelchen gibt, völlig inakzeptabel. Und es ist klar, dass er irgendwann, was die fortlaufende Rassendiskriminierung im Süden angeht, sehr unangenehm werden kann. Die lehnen ihn vollständig ab. Aber auch das Establishment der Demokratischen Partei will mit ihm nichts anfangen, weil für die gilt er einfach als ein verwöhntes Millionärsöhnchen, was sich im Grunde auch authentische Vorhaben der sozialliberalen Gesetzgebung als Senator nicht groß gekümmert hatte, weil da hat er immer in Außenpolitik Bücher geschrieben und dilettiert. Und die ganz großen Granden sind damals ein, heute vergessen, Stevenson, der beinahe die Wahlen gewonnen hätte, und andere Leute. Und der Kennedy sitzt sozusagen als kleiner Dackel da erstmal zwischen diesen beiden Mühlsteinen. Deswegen alles, was der macht in den 3 Jahren, den 1000 Tagen, die ihm da zum Regieren vergönnt waren, muss man immer sehen, dass der Spielraum, den er hat, im Grunde eigentlich winzig war. Und den konnte er nur durch Rhetorik kompensieren. Er erbt ja dann aber gleich zu Beginn seiner Regierungszeit diesen Konflikt mit Kuba. Ja. Ja, wollen Sie dazu ein bisschen was sagen oder... Kann ich gerne machen. Das ist ja etwas, das er nun eigentlich nicht, also er erbte eigentlich nur Schwierigkeiten. Was mich gerade interessiert bei dieser Landung in der Schweinebucht, ist ein amerikanischer Präsident nicht in der Lage, so etwas zu stoppen? Man muss dazu sagen, dass Kennedy das ausdrücklich autorisiert hat. Also die Pläne für die Invasion in der Schweinebucht werden unter der Eisenhower-Administration vorangetrieben. Nur zur Erinnerung, Fidel Castro ergreift Anfang 1959 die Macht in Kuba. Der vormalige Diktator Batista muss fliehen. Und Fidel Castro macht sich jetzt daran, auf Kuba ein sozialistisches Regime zu errichten. Das ist natürlich den Amerikanern ein Dorn im Auge, zumal sie immer befürchten, dass sich Castro an die Sowjetunion anlehnen könnte, dass dort sozusagen im eigenen Hinterhof, 80 Meilen von Florida entfernt, ein sowjetischer Satellitenstaat entsteht. Das ist der Hintergrund. Und vor diesem Hintergrund beginnt die Eisenhower-Administration Pläne zu einem Umsturz, zu einem Machtwechsel schmieden. Und man bedient sich hierbei der relativ großen Schar von Exilkubanern, die ja heute noch eine bedeutende Rolle in den USA spielen. CIA wird tätig, man schmiedet also Pläne, man macht das relativ konkret, man kommt aber nicht mehr dazu, die Dinge umzusetzen. Kennedy kommt jetzt ins Weiße Haus und die Pläne sind fertig. Sie werden ihm von seinem Stab präsentiert und sowohl der Generalstab als auch seine eigenen Berater drängen ihn dazu, diese Pläne umzusetzen. Kennedy, das wird für ihn später eine wichtige Lehre sein, Kennedy hört auf seine Berater, auf die Militärberater. Also er macht das nicht aus vollem Herzen, sondern das ist eine Entscheidung, Kennedy war vom Typ her eher vorsichtig. Er war vom Typ her eher konfliktscheu und er war jemand, der aus tiefster Überzeugung zunächst versuchte, friedliche Wege zu finden. Wir werden das bei ganz, ganz vielen Gelegenheiten in der Außenpolitik immer wieder sehen. Kuba-Krise, auch der Umgang mit Berlin. Also andere Präsidenten hätten einen sehr viel härteren Kurs hier gefahren. Der wurde ja auch gefordert von Kennedy. Er wurde viel kritisiert für seine vermeintlich weiche Haltung gegenüber dem Kommunismus. Also das ist etwas, wo er tatsächlich nicht mit vollem Herzen dahinter steht, aber er ist auch ein rationaler Denker. Er weiß, dass es im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten ist, Fidel Castro nicht mehr an der Macht zu haben. Und er autorisiert jetzt diese Operation, die in einem völligen Fiasko, in einem absoluten Desaster endet. Entschuldigung, das ist ja eigentlich dieses Fiasko, das erstaunt ja. Da ist die größte Militärmacht der Welt, die nicht in der Lage ist, dort eine vernünftige...
wenn ich das noch ergänzen darf oder so. Erstmal, das passiert im April und erst seit Januar im Amt. Ja, ja, klar. Er ist sich seiner eigenen Partei ist er nicht sicher, weil diese zwei Flügel. Er hat die Institutionen gegen sich. Die Institutionen sind alle absolute kalte Kriegsinstitutionen. Seit 8 Jahren schon mal unter Eisenhower, Nixon entsprechend eingefärbt. Das ist das CIA. Unter Joint Chief of Staff, das gesamte Militär, der gesamte CIA sind absolute Kommunistenfresser. Und was ihm jetzt auf den Tisch gelegt wird, im Sinne eines Überraschungs-Coup mit seiner neuen Mannschaft, die er da gerade zusammengestellt hat, ist Embargo der ganzen Insel, einfach Invasion mit Hilfe der US-Armee, so wie man das ja immer machte, Ted Roosevelt lässt grüßen sozusagen, oder eine Sache, wo man hinterher noch vielleicht die Chance einer Leugnung, eines Denials hat, indem man nämlich diese wahnsinnig gewordenen Exilkubaner loslässt, da kann man hinterher noch so sagen, wir haben das nicht so genau gewusst. Ja. Also entscheidet er sich noch für das, was ihm den geringsten innenpolitischen Schaden zufügt, das rettet ihn zwar nicht, aber man stellt sich vor, er hätte das andere vergiftete Angebot angenommen und eine volle Invasion geordert, dann wär der Skandal noch sehr viel größer geworden. Ja. Hier nochmal zu betonen, denn Kennedy stoppt dann die weitere Eskalation. Der ursprüngliche Plan sieht nämlich vor, dass diese 1400 Exilkubaner einen Brückenkopf bilden auf kubanischem Territorium und dann von dort aus eine Gegenregierung ausrufen und dass diese Gegenregierung offiziell die Amerikaner um Hilfe und um militärische Unterstützung bittet. Das ist der eigentliche Plan. Dann hätte man völkerrechtlich halbwegs vertretbar dann auch militärisch intervenieren können. Dazu kommt es, wie gesagt, nicht, weil die Exilkubaner es nicht schaffen, diesen Brückenkopf zu errichten. Und Kennedy muss jetzt innerhalb kürzester Zeit unter größtem Druck die Entscheidung treffen, ob er jetzt trotzdem militärisch zuschlägt, die Exilkubaner unterstützt, oder ob er die Sache verloren gibt. Und er gibt die Sache verloren. Und das führt dazu, dass das Fiasko sozusagen komplett ist, aber es nicht in eine weitere, mutmaßlich nicht mehr kontrollierbare Eskalationsstufe hineinführt. Denn man weiß zur damaligen Zeit nicht, was machen die Sowjets eigentlich. Riskiert man hier vielleicht einen nuklearen Krieg, wenn man sozusagen zu weit geht? Und Kennedy, vorsichtig wie er ist, nimmt dann lieber das aus seiner Sicht kleinere Übel in Kauf, dieses totale Fiasko der amerikanischen Bevölkerung erklären zu müssen. Er tut das im Übrigen auch sehr geschickt. Er übernimmt die vollständige Verantwortung und sorgt dann aber intern dafür, dass die Verantwortlichen, diejenigen, die ihn schlecht beraten haben, unter anderem CIA-Chef Dulles, ihren Hut nehmen müssen. Also es kommt dann zu einem Großreinemachen und damit auch einer kleinen Neuausrichtung der Politik gegenüber Kuba. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt weniger militant würde. Denn was jetzt läuft, sind andere Formen der Auseinandersetzung. Das ist die berühmte Operation Mongoose, mit der jetzt Kennedy, auch sein Bruder, gemeinsam andere Formen der Destabilisierung Kubas versuchen. Und da zählt unter anderem dazu Attentatsversuche auf Fidel Castro, die jetzt von den Kennedys, also beide Brüder, autorisiert werden und wovon wir zumindest von einigen wissen, dass sie tatsächlich durchgeführt und versucht worden sind. Kuba bleibt ja ein Problem, gerade auch mit der Stationierung der sowjetischen Raketen dann nachher. Da kommt dann ganz offensichtlich auch das Verhältnis Khrushchev-Kennedy zum Spielen, dass die beiden Männer sich, wenn gleich natürlich keine Freunde sind, aber auf irgendeiner Basis dann eben auch verstehen. Ist Kennedy außenpolitisch gesehen ein ständig Reagierender? Muss er reagieren? Ist er nur 1000 Tage im Amt? Oder kann er auch irgendwo agieren? Kann er irgendwo auch Punkte setzen? Also bei der Berlin-Mauerbau- und Krise ist es schwer zwischen Aktion und Reaktion genau zu unterscheiden. Da gibt es bestimmte Signale auf eine Aktion eines Khrushchev, macht aber damit auch gleichzeitig die roten Linien klar, die ein Khrushchev nicht überschreiten darf. Was jetzt die Kuba-Geschichte angeht, 62, ja. Oktober, ist es eine Frage der Perspektive, ob ich das Aktion oder Reaktion nenne.
Zunächst ist es eine Aktion der Sowjetunion, die eben versucht, die Balancen im Kalten Krieg, Belagerungszustand der beiden Blöcke einseitig zu verschieben. Und darauf muss ein Kennedy reagieren. Allein schon deshalb, weil ihm das gesamte frühere Eisenhower, Nixon, CIA, Dulles Establishment im Nacken sitzt, die niemals tolerieren können, dass in Reichweite der Vereinigten Staaten da jetzt ein atomarer Außenposten aufgebaut wird. Also auch da Aktion von Seiten der Sowjetunion. Ja. Ja gut, aber er hat ja letztlich mit Khrushchev einen, der sich das innenpolitisch leisten kann. Der hat ja keine Wahlen, dem ist es ja, kann es ja relativ egal sein, was das Volk dazu sagt oder irgendwelche anderen Politiker in der Sowjetunion. Das ist ja letztlich der Vorteil dann. Ja, ich weiß nicht, wie ich das gewichten soll. Ich kann es nur sagen, er muss aus der Perspektive der Vereinigten Staaten handeln und kommt dann ja eben auch zu einem zu einer sehr weisen Kompromisslösung, in dem auf der offenen Bühne die Sowjetunion sich mit Gesichtsverlust zurückziehen muss, während in Wirklichkeit eine Art große Rochade gemacht wird. Im gleichen Moment, wo sich offiziell die Sowjetunion mit ihren Raketen und Atomwaffen zurückzieht, ziehen die Amerikaner ihre Jupiter-Raketen aus der Türkei ab. Aber das findet eben nicht auf offener Bühne statt. Von der Seite ist der Gewinner eigentlich des ganzen Spiels schon Kennedy, weil er auf der innenpolitischen Bühne sich als der Mann zeigen kann, der die Sowjetunion ihre Schranken gewiesen hat, ohne laut eingestehen zu müssen, dass es ein Handel war. Aber Khrushchev braucht ja diese innenpolitische Bühne gar nicht in der Sowjetunion. Diese eine andere innenpolitische Bühne. Naja, Khrushchev wird wenige Jahre später abgesetzt, weil er eben das gemacht hat. So viel zu innenpolitischer Öffentlichkeit und Druck. Gut, den hat es natürlich auch in dem ZK. Das hat ihn den Kopf gekostet. Sozusagen. Da kommen wir dann nun langsam auf die ganze Problematik Privatmann Kennedy. Es gibt also sehr, sehr viele Geschichten über ihn. Sie haben angedeutet, dass er so sehr gesund gar nicht war, wie er da im Fernsehen bei diesem Duell ausgesehen hat. Das hat was mit seinem Kriegseinsatz zu tun. Können Sie ein bisschen etwas dazu sagen? Also er als Kriegheld, Kriegseinsatz, Gesundheit Kennedys? Kennedy ist von Kindheit an ein kränklicher Junge. Er ist von schweren Krankheiten gezeichnet. Er schafft es, das Ganze immer wieder zu überspielen. Das wird auch von seiner Familie geheim gehalten. Man hat frühzeitig politische Ambitionen, nicht nur für John F. Kennedy, sondern für alle Söhne und versucht nach außen hin ein perfektes Image zu transportieren. Das führt dann auch dazu, dass John F. Kennedy in die Marine geht, obwohl er eigentlich nicht wehrtauglich ist. Also es kostet dem Vater tatsächlich Geld, den Sohn wehrtauglich schreiben zu lassen. Der soll ausgemustert werden, wird dann erst durch die Beziehungen seines Vaters in die Marine geholt, ist dann im Einsatz im Pazifik und ist dort tatsächlich Kriegsheld. Also er kommandiert ein Torpedoboot, das Torpedoboot wird versenkt von einem japanischen Zerstörer und Kennedy schafft es, die überlebenden Mitglieder seiner Mannschaft unter großem persönlichen Einsatz, übrigens auch unter großem Einsatz in Bezug auf seine Krankheit, auf sein Rückenleiden, was er hat, was damals völlig unbekannt ist, zu retten. Die harren dann tagelang auf einer unbewohnten Insel aus und Kennedy schafft es dann, seine Mannschaft nach Hause zu bringen. Er ist damit sozusagen ein veritabler Kriegsheld. Das Ganze wird dann in Büchern beschrieben. Es gibt einen Film dazu. Also Kennedy wird zum Household Name. Wird er ausgezeichnet dafür? Kriegt er eine Auszeichnung dafür? Natürlich, das Purple Heart, also okay. Die wichtige Auszeichnung, die man bekommt für Tapferkeit im Kriegsdienst. Also Kennedy ist ein echter Kriegsheld. Viele andere Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten haben sich sozusagen damit falschen Meriten geschmückt. Hier ist es tatsächlich so. Aber er trägt auch Verletzungen davon und diese Verletzungen führen dazu, dass sich sein ohnehin chronisches Rückenleiden weiter verschlimmert. Kennedy muss ein Stützkorsett tragen. Er kann sich zum Teil nur auf Krücken bewegen. Die
Die Schmerzen werden so unerträglich, dass er sich mehreren schweren Rückenoperationen unterziehen muss, die ihn zum Teil monatelang ans Bett fesseln. Zwischen 54 und 55, da ist er schon Senator, muss er für Monate ins Familienanwesen nach Florida gehen und dort im Bett liegen, weil er sich von zwei schweren Rückenoperationen erholt. Er ist darüber hinaus schwer krank. Er leidet an der Addison-Krankheit, einer Nebenniereninsuffizienz, die zu enormen Verfallserscheinungen führt. Und Kennedy wird vor seinem eigentlichen Tod, also vor dem Attentat, wird ihm bereits viermal die letzte Ölung der Katholiken verabreicht. Also viermal steht er schon an der Schwelle des Todes. Er holt sich jedes Mal wieder, aber er ist ein schwer kranker Mann von enorm fragiler Konstitution. Aber und Robert Dallek, sein Biograf, weist nicht ganz zu Unrecht darauf hin, dass hätte die amerikanische Öffentlichkeit gewusst, wie krank, wie kaputt, wie medikamenten- und tablettenabhängig John F. Kennedy wirklich ist, wäre er wahrscheinlich niemals gewählt worden. Aber trotzdem doch ein Lebemann noch. Das erstaunt doch jetzt so ein wenig. Naja, also gut, da wurde ja dann viel gewunkelt und viel auch für die Boulevardblätter herausgegeben. Interessant war, dass er mit seiner Ehe mit einer sehr aufgeweckten, für ihn sehr wichtigen Journalistin, Jacqueline Bouvier, die seinen politischen Aufstand ja auch durch ihre Artikel und so weiter begleitet hat, auch sozusagen kulturelles Kapital hatte. Und von Anfang an unterscheidet er sich von dem eher etwas langweiligen Herrn Eisenhower und dem doch etwas provinzialistischen Tricky-Dick Nixon und sicher auch von dem sehr braven Kansas City Farmer Truman, dadurch, dass er halt Ostküste, Harvard, Princeton, Museen, Washington, Guggenheim, Vernissagen, große Literaturpreise, die er ja selber bekommt, Pulitzerpreis und so weiter, das Weiße Haus zum ersten Mal seit FDR Roosevelt und Eleanor Roosevelt wieder für Kultur öffnet. Und Kultur heißt natürlich in Amerika ein gigantisches Spektrum, was von Shakespeare-Aufführungen über Broadway nach Hollywood reicht. Und Hollywood, das ist was anderes als die merkwürdige deutsche Perspektive, die da immer etwas germanistisch-philologisch versaut ist, von U-Musik und E-Musik, Erhabenheit und Unterhaltung, ganz genaue oberlehrerartige Unterscheidungen macht und so weiter. Also zur Kultur gehört auch Hollywood. Und wenn man damals Hollywood sagte, dann hieß das Billy Wilder, das ist Marilyn Monroe, das hieß all die großen Scriptwriter, all die genialen Leute, die damals selber so Schwarz-Weiß-Filme machen und so weiter. Und in dem Zusammenhang traf er natürlich ersichtlich auch eine Marilyn Monroe. Und darüber können sich jetzt bis heute die Klatschjournalisten endlos den Zeigefinger krumm schreiben, sage ich jetzt mal. Ja. Kommen wir zu seinem Ende. Sie sind ja in unserer Runde der Einzige, der das erlebt hat. Können Sie sich an diesen Moment, als die Nachricht kam, dass der Präsident erschossen wurde, getötet wurde, können Sie sich daran erinnern, was Sie gerade gemacht haben? Kann ich mich erinnern, weil ich war damals mit 15 in einer Tanzschule und dann ging man anschließend immer was trinken und waren irgendwie ganz lustig dabei. Das muss so 10 Uhr abends gewesen sein oder so. In welcher Stadt, sagen Sie, in der Stadt? In Freiburg, in der Nähe des Bahnhofs, in einem Colombi genannten Hotelchen. Und dann kam der Kellner und war völlig derangiert und sagte, man darf nicht lachen, denn der Kennedy ist erschossen worden. Und mein Vater war der außenpolitische Redakteur der größeren Regionalzeitung, Badische Zeitung, den ich dann erst am nächsten Morgen um 9 oder 10 wieder traf, da war der völlig fertig. Aber da kamen Sie nicht gerade zu Hause? Weil der hatte, da kam der so aus der Zeitung um 3 Uhr, 4 Uhr morgens so ungefähr zurück, weil der die ganze Nacht ständig, damals war das noch mit Linotype, musste eine Zeitung gesetzt werden. Das war in ihrer Aufwand, eine gesetzte erste Zeitungsseite wieder umzuschmeißen. Und erst hieß es Attentat auf Kennedy, dann eine Stunde später definitiv Kennedy tot.
Drei Stunden später, es wurde ein merkwürdiger Mensch in einem Kino gesichtet, der eine Pistole trägt. Eine Stunde später, man hatte im Rotlichtviertel gefunden, hat auf einen Polizisten geschossen. Wiederum später ist endlich erwischt worden, heißt Lee Harvey Oswald. Und ich weiß nicht mehr, ob es in der Nacht war oder später. Dann kam es zu dieser Szene, wo der Nachtclubbesitzer Ruby ihn dann vor laufender Kamera niederschießt. Alles das bis aufs Letzte musste immer noch in die Zeitung rein transportiert werden, weil ständig die Ereignisse weiterliefen, weil das war damals Weltsensation. Ja? Das ist natürlich auch ein Schock für die gesamte Welt, Öffentlichkeit, Politik gewesen. Da kommen wir jetzt zum letzten großen Komplex. Was bleibt von Kennedy? Welche Traditionen hat er gesetzt? Wo gibt es dann tatsächlich einige Duftzeichen? Vielleicht auch bis heute, Herr Gottschnick. Ja, Kennedy hat natürlich die große Tragik, dass wir niemals wissen werden, was er hätte erreichen können. Er war nur 1000 Tage im Amt. Er hatte unter widrigen Umständen zu regieren. Er hat, ich habe das angesprochen, von seinen großen Reformplänen nicht einen innenpolitisch durchsetzen können. Er war außenpolitisch getriebener der Ereignisse, die zum Teil vor ihm begonnen hatten, Stichwort Kuba, in die er zum Teil nicht besonders glücklich hineingeraten ist, Stichwort Vietnam, darüber haben wir noch gar nicht geredet heute, aber auch das ist ein wichtiger Teil seiner Außenpolitik. Kennedy betreibt die Militarisierung Vietnams. Als er ins Amt kommt, stehen 900 Militärberater in Vietnam. Als er stirbt, als er ermordet wird, sind es über 16.000. Also auch da stellt Kennedy Weichen. Man weiß nicht, wohin es gegangen wäre mit ihm. Aber es gibt durchaus die Einschätzung, dass auch ein Kennedy sich hätte den Zwängen und den Handlungszwängen der internationalen Politik in Vietnam beugen müssen. Also die Vorstellung, dass wenn Kennedy weitergelebt hätte, er sich aus Vietnam zurückgezogen hätte, er Frieden gemacht hätte, mit der Sowjetunion den Kalten Krieg beendet hätte, die ist dann doch eine sehr optimistisch, manche würden sagen naive Vorstellung davon, wie ein amerikanischer Präsident unabhängig vom Namen Kennedy, Johnson oder Nixon überhaupt agieren und reagieren kann. Kurzum, es gibt durchaus gewichtige Stimmen, die Kennedy für einen zwar überdurchschnittlichen, aber nicht für einen der absoluten Top-Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten halten. Kennedy ist vielleicht mehr Verkörperung von Hoffnungen gewesen, von Visionen, von Utopien als reale Politik. Damit ist er in einer gewissen Art und Weise einem Barack Obama nicht ganz unähnlich. Und für Kennedy gilt natürlich auch, dass er im Vergleich zu anderen großen Präsidenten der amerikanischen Geschichte schlussendlich relativ wenig auf der Habenseite hat an konkreten Dingen, die durchgesetzt worden sind. Das, was er anstößt, wird erst unter seinem Nachfolger Lyndon B. Johnson zum Teil in reale Politik gegossen. Hier ganz wichtig zu nennen, Bürgerrechtsreform, Wahlrechtsreform, die sozusagen sehr stark dazu beitragen, die afroamerikanische Bevölkerung zu stärken, Diskriminierung zu beenden. Aber das ist das Verdienst von Lyndon B. Johnson, der dann das schafft, was Kennedy nicht geschafft hat, nämlich den Kongress dazu zu bewegen, diese Gesetzesvorhaben auch durchzusetzen. Also ich würde da nochmal dagegen halten, aus Spaß. Das sollte uns schön. Ja streiten, das ist ja Ihr Wunsch. Da will ich einfach mit den guten alten Römern sagen, bei großen Dingen ist gewollt zu haben genug. Ja. Und zu den großen Dingen, die er gewollt hat und die er dann auch schon mit eigener Substanz angeschoben hat, würde ich drei Dinge nochmal nennen. Das eine ist Weltall, Mond. Alles, was für uns völlig normal ist, die gesamte Raketenforschung, die Saturn, die Merkur-Mission, alles und so weiter und so fort, das war seine Vision, sein glücklicher Einfall. Vielleicht hat es ihm der Redenschreiber Sorensen geflüstert, aber da war vorher nichts Vergleichbares und das war dann irgendwann ein Selbstläufer. Das Zweite, was ganz entscheidend ist, das sage ich so sogar als Kind der Epoche und Babyboomer oder sowas, ist die Erfindung, die Entdeckung der Dekolonialisierung und der Dritten Welt. Weil in diesen Kalten Kriegköpfen der Dulles-Brüder und Nixon und auch der brave militärische Verwaltungsmann, der zwar den Zweiten Weltkrieg für die Alliierten perfekt
beendet hat in Europa. Deutschland erobert, Deutschland gevierteilt, alles prima und so weiter. Aber es war kein Visionär. Keiner wird mit Dwight Eisenhower und Nixon jemals so etwas wie Visionen verbinden. Und der Kennedy geht eben hin und sagt, hier gibt es eine völlig neue Welt, das ist die dritte Welt. Und da müssen, wenn wir da nicht uns engagieren, gehen die Richtung Kommunismus, denn der arme, ignorante Mann, wenn er Hunger leidet und nicht lesen und schreiben kann, wird Kommunist. Deswegen müssen wir uns da engagieren. Dass die Programme nicht alle so prima waren, ist geschenkt. Aber das Peace Corps gibt es, glaube ich, heute noch. Das war das Vorbild für alles, was die Europäer dann mit Verlängerung, 10 Jahre haben sie gebraucht, bis sie nur eine Sache kopieren konnten, übernommen haben. Und ganz entscheidend, wobei da geht es Ihnen das Spekulative, wir feiern dann die 70er Jahre, Entspannungspolitik, Koexistenz und so weiter und so fort. Aber der, ich sag mal, stumme Dialog, den er sich mit Gorbatschow über den Mauerbau geliefert hat, deswegen gehen wir nicht in einen Nuklearkrieg in Europa. Dafür opfern wir keine 2 Millionen tote amerikanische Soldaten. Ihr macht eure Sache, wir machen unsere Sache, wir bleiben immer in Kontakt. Und wir machen jetzt erste Schritte zur Abrüstung. Und es war dann ein Jahr später Test Ban Treaty, also Stopp der überirdischen Atomversuche. Ein erster Schritt, der entscheidend war für alles, was danach kam, weil damals haben die ja in die Atmosphäre Atomversuche wie Feuerwerksknaller losgelassen. Das kann man sich alles heute überhaupt nicht mehr vorstellen, was das schon mal ein Gewinn war. Und was auch der Biograf Dalek ja sagt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie aufgeheizt dank 8 Jahren Dulles, CIA-Chef, Außenminister, Nixon, Vize und so weiter, die antikommunistische Stimmung, Stichwort McCarthyismus, wie die aufgeheizt die antikommunistische Stimmung in den USA war. Da war es mutig, eine Rede zu halten und gesagt haben, liebe Leute, ich kann euch nicht sagen, wie ein dritter Weltkrieg genau aussehen wird. Aber ich kann euch sagen, wie ein vierter Weltkrieg aussehen wird. Da werden die Leute nämlich wie wilde Tiere auf allen Vieren rumlaufen, wenn nichts mehr übrig geblieben ist. Also gibt es doch etwas, was er in die 70er Jahre, wenngleich er das nicht erlebt hat, reingetragen hat. Es hat sich alles beruhigt, also etwas beruhigt. Diese Blockpolitik war zementiert, aber eben auch überschaulich. Man wusste genau, wo die Grenzen verlaufen. Weltall, dritte Welt, Koexistenz, genau, würde ich sagen. Das sind die drei Punkte. Meine Herren, ich bedanke mich recht herzlich für die sehr interessanten Beiträge. Ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen. Da werden wir dann über die anstehenden Wahlen in Amerika diskutieren. Das ist ein spannendes Thema. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und erzählen Sie von uns weiter. Wenn es Ihnen besonders gut gefallen hat, klicken Sie einmal mit dem Daumen hoch. Einen schönen guten Abend.